Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie man eine Aquapanel-Wand spackeln soll. Zuerst haben wir bei Montage von Platte haben wir die Platte mit Aquapanel zugeklebt. Danach haben wir das Wand grundiert. Und jetzt folgt die Fugenspackel. Und nachher wird vollflächig mit Gewebe gespackelt. Zuerst werden wir das Fugenspackel mit Aquapanel Fugenspackel. Und danach mit dem Aquapanel Fugen und Fläche spackelt. Vollflächig mit Gewebe. Also, bleibt dran. Also, so mache ich, wie die anderen machen. Ich weiß es nicht, aber so mache ich immer. Also, das Kleber oder das Spackelmaß, wie soll ich das nehmen? Ja, Spackelmaß. Den Fugen tragen. Danach das 10 cm Gewebe von Knauf. Die habe ich schon hier vorher geschnitten. Auf dem Länge. Auf dem 10 cm Breite, es ist schon von Hersteller, also gibt es diese 10 cm zu kaufen. Und die, also das ist für Fugen und das 1 Meter breit ist für vollflächig. Also, wir haben Material aufgetragen, jetzt montieren wir das Streife. Nur so gibt es Gewährleistung. Mit egal was für andere Materialien, andere Spackelmaß, andere Gewebe, die nicht von Knauf und im System ist, gibt es keine Gewährleistung. Also lieber mehr zahlen und Garantie haben als sparen und Risse und keine Ahnung was. Thank you.
wenn das Gewebe zu lang ist, einfach nachschneiden, aber nicht über dem Kante, sondern innen von Kante. Weil wenn das Gewebe rausschaut, ein Spatel, das wird immer raus. Immer wird rausschauen. Also schön drücken. Also in Ecke innen. Also sehr, sehr wichtig ist die Grundierung. Wenn ihr keine Grundierung macht, dann zieht das Material zu schnell und dann klebt das Gewebe nicht mehr. Und dann habt ihr wieder ein Problem. Immer Grundierung, sonst immer Probleme. Also, Fuge sind schon gespartelt. Jetzt müssen wir warten um die dreiviertel Stunde, eine Stunde, bis wenn das Spachtelmaß trocken wird. Und danach können wir es weitermachen mit vollflächigem Gewebe. Also, bis gleich, ciao. Folgt das nächste Schritt, vollflächig Spachtel mit Gewebe. Material muss nicht trocken, also Material muss nur ein bisschen ziehen. Weil sonst, wenn es trocknet, dann gibt es Risse beim Bewegen. Ja? Also, jetzt werde ich anfangen mit dem vollflächigen Spachtel. Thank you.
So, was ich euch vergessen habe zu sagen, ist immer beim Aquapanel immer Kunststoff-Eckschiene benutzen und keine Alu-Schiene. Weil das Kunststoffprofil ist viel dicker als das Alu-Profil und viel stärker. Einfach Material auftragen und dann sofort mit dem Zahntraufel. Also ich benutze eine 6 mm Zahntraufel und dann am Ende werden wir so um die 4-5 mm Spackel haben. Also, jetzt mit dem Zahntraufel, weil sonst das Material zieht, das Gewebe wird einbetoniert. So wie sein soll. Jetzt können wir weiter Material kaufen. Thank you.
jetzt mit dem Zahnraufer. So, beim Gewebe einlegen, immer von Kante nach innen das Gewebe setzen und nicht so nach außen, weil dann bleibt sichtbar, auch wenn gestrichen wird, trotzdem bleibt sichtbar. Also, wie beim Fugenband, innen von Kante. Und von oben nach unten. Immer 10 cm überlappen lassen. Also, Gewebe habe ich mir schon vorher auf Maß geliefert. Das liegt ja auch selber ohne Hinweis. So. Und jetzt alles schön glatt machen.
nichts mehr. Immer sauber haben. Sonst wird es so schön und einfach sein. Und schon haben wir das Gewebe angefangen. Also, bis gleich. Ja. Jetzt werde ich anfangen mit so genannte Q3-Spargelung. Noch einmal vollflächig. Ja, also, anfangen. Werde ich von oben nach runter anfangen, sonst das ganze Material wird auf der gespackelten Fläche. So. Das Material ist ein bisschen weicher als beim Q2. Dass wir schön glatt machen können.
So, über Kommentare. Wenn ihr einen Tipp habe, oder ihr besser machen könnt, könnt ihr mich freuen. Einfach kommentieren und werden wir schauen, wer Kräfte hat. So wie ich gesagt habe, wir machen wie das Knopfsystem gesagt. Also wenigstens wegen Gewährleistung. So wie ihr seht, ich benutze nicht anders als ein Traufer und ein Spachtel, dass ich mein Traufer sauber machen kann. Andere benutzen Mähdreher-Dinge und keine Ahnung was noch. Aber mit dem Traufer bin ich eigentlich immer zufrieden. Immer Traufel schräg halten, das ganze Material in eine Richtung runterrutscht. Wenn ihr das Traufel so gerade, dann habt ihr links und rechts Material. Wenn ihr schräg macht, dann das ganze Material rutscht nur in eine Richtung. Jetzt immer einmal ziehen, sauber machen. Einmal ziehen, sauber machen. Und so weiter. Immer Ecke sauber machen.
raus. Der geht sauber. Hallo, guten Morgen. Heute werden wir es weitermachen mit der Kuvertspackelung. Und das ist unsere Endschicht. Nachher wird nur geschliffert und gestrichen. Also, ich benutze das Kuvert-Finish-Spackelung von Knauf. Ja. Ein sehr klebriges Material, aber ein sehr starkes Material. Und so wie beim Q3 von oben nach unten. So wie ich schon gestern schon gesagt habe, immer trocken sauber machen. So werde ich mir keine Probleme haben mit dem Spachtel.
einmal lieber immer sauber halte, wenn nicht mehr gearbeitet wird, weil sonst das Material trocknet und wird ihr fast halbe wegschmeißen nachher. Also, am Rand immer sauber halten. So, jetzt sind wir fertig. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich freue mich über Daumen hoch, abonnieren, Kommentare und so weiter. Also, danke euch. Ciao.